Ja, hallo, guten Abend. Ich habe es ja doch noch pünktlich geschafft. Ich hatte die Richtfunkstrecke versucht aufzubauen für die RGB2R und es hat nicht geklappt. Das heißt, ich werde morgen früh nochmal probieren, das hinzufrickeln, und wenn nicht, dann müssen wir das alte Equipment nehmen. Dann kriegen wir leider nur 100 Mbit, keine 400. Tut mir leid. Dieser Vortrag geht auch um RGB2R Netzwerkequipment, denn Überraschung, wir werden Router 7 verwenden. Ich habe noch ein Backup-Image vorbereitet, falls es nicht klappen sollte. Zuerst mal, was ist der Hintergrund zu dem Router 7-Projekt? Der Name ist kein Zufall, sondern es gibt da einen Schweizer ISP namens Fiber 7. Und dieser ISP ist das Beste seit geschnitten Brot. Die geben euch 1 Gigabit symmetrisch über Glasfaser in euer Wohnzimmer. Flatrate natürlich, natives IPv4, IPv6. Sie verhalten sich nicht nur netzneutral, sondern sie setzen sich aktiv politisch für die Netzneutralität ein, gegen Überwachungsgesetze und Ausweitungen dergleichen und so weiter und so weiter. Sie haben gute Peerings, was ein großer Unterschied ist zu anderen Schweizer ISPs zum Beispiel, die oftmals nur eine einzige Anbindung haben, aber bei Fiber 7 funktioniert alles super. Sie haben gute Caches für Netflix, Steam und so weiter und so weiter. Alles super. Sie haben natürlich auch freie Routerwahl und verkaufen sogar den Turris Omnia. Ich habe hier einen Screenshot aus deren Shop gemacht. Dort kann man sich, wenn man das bestellt, den Turris Omnia dazu klicken und der steht betitelt als die Ultimate Nerd Router. Also da weiß man gleich, man ist an der richtigen Adresse. Ich habe also den Turris Omnia mir damals bestellt und habe den auch einige Zeit lang verwendet. Und dann im Mai 2018 ist ein OTHCP6C-Update gekommen, was der DHCP6-Client von dem Turris Omnia ist, der mein IPv6 kaputt gemacht hat. Das ist insbesondere deswegen blöd, weil der Turris Omnia einen großen Vorteil hat. Der aktualisiert sich nämlich selbstständig. Das heißt, eines Morgens bin ich aufgewacht und mein IPv6 ging nicht mehr. Und das macht dann natürlich schlecht gelaunt. Ich habe dann mich erkundigt bei Fiber 7 und habe ein bisschen Packet Captures gemacht und habe mich bei dem Auto von DHCP6C erkundigt, nachdem ich das Problem soweit diagnostiziert hatte, dass ich wusste, was passiert. Leider ist Fiber 7 inmitten einer DHCP-Umstellung, also die meinten dann so, ja, die alte Plattform, da wollen wir nicht mehr debuggen und das lassen wir jetzt so, die neue Plattform wird es dann bestimmt fixen. Und der Autor von DHCP6C meinte dann so, ja, das liegt ganz klar am ISP. Ich kann dann nachher noch mehr erzählen dazu, aber belassen wir es dabei, das ging nicht und keiner wollte mir helfen. Und grundsätzlich gilt bei mir die Faustregel, was mich nervt, wird durch ein bisschen Go ersetzt und deswegen habe ich das gemacht. Ich hatte letztes Jahr auch schon das GoCrazy-Projekt vorgestellt, auf dem dieses Projekt basiert. GoCrazy als kurzer Refresher ist als Slogan a pure Go user land for Raspberry Pi 3 appliances. Was bedeutet das? Man hat 4 Komponenten, die hier aufgeführt sind. Man hat den Linux-Kernel, man hat die Raspberry Pi Firmware-Files, man hat ein minimales Init-Programm und dann die Go-Programme, die man laufen lassen möchte. Das heißt, damit kann man Appliances machen, also Computerinstallationen, die genau einen Zweck haben. Und hier unten ist so ein Befehl aufgedruckt auf der Folie, wie man das machen könnte. Man legt also eine SD-Karte in seinen Computer ein und sagt dann GoCrazyPacker, override die SD-Karte mit diesem Go-Programm, fertig. Und das heißt, man muss nicht mehr irgendwie einen Debian installieren und sich darum kümmern, dass das aktualisiert wird oder all diese Sachen, die man normalerweise für einen Raspberry Pi machen muss. So, ich habe jetzt dieses GoCrazy verwendet und habe mir ein Entwicklungssetup gebaut. So sah das also auf meinem Schreibtisch aus. Auf dem Bildschirm oben links könnt ihr sehen die Raspberry Pi Bootmeldungen und Konsole. Dann mein Laptop daran angeschlossen. Ihr könnt auch sehen den USB to Ethernet, weil der Raspberry Pi hat halt nur einen Ethernet-Port. Das heißt, wenn man mit dem Router spielen will, also Pakete von einem Interface aufs andere schaufeln, dann muss man natürlich ein zweites erstmal schaffen. Das ist natürlich kein gutes End-Setup, weil der Raspberry Pi aus mehreren Gründen verschiedene Bottlenecks hat, die einem den Spaß zunichte machen. Unter anderem hat dieser USB-to-Ethernet-Adapter nur 100 Mbit, was natürlich bei einem Gigabit-Anschluss totaler Unsinn ist. Das heißt, das habe ich nur benutzt, um erstmal reinzukommen und die Machbarkeit des Projekts zu erforschen, und später habe ich dann auf andere Hardware umgestellt, die zeige ich euch auch gleich noch. Wie sieht jetzt also die Architektur aus? Also was braucht man eigentlich, wenn man einen eigenen Internet-Router machen will? Naja, auf der linken Seite hat man das Internet und dann hat man 2 verschiedene Arten, Adressen zu beziehen. Eigentlich geht es in dem ganzen Projekt nur darum, magische Nummern auszuhandeln. Man hat einmal DHCP6 und einmal DHCP4 für IPv4 und IPv6, wie der Name suggeriert. Und was diese beiden Clients machen in meiner Architektur ist, sie holen sich diese Adressen, also sie sprechen mit den jeweiligen Servern des Providers und speichern dann eine Datei ab. Diese Datei nimmt dann der netconfig.d und wendet sie an. Also der netconfig.d ist ein Daemon, der immer einfach nur die aktuelle Konfiguration anwendet. Dann ist man noch nicht fertig, sondern klar, dann hat man erstmal Internet-Connectivity, aber man will die ja üblicherweise weitergeben. Zum Weitergeben gibt es den Router-Advertisement-Daemon und den DHCP-4D. Die spielen einfach quasi Server und
machen, dass im LAN Adressen vergeben werden. Zusätzlich braucht man dann, also nicht unbedingt, aber es ist gut, sowas zu haben, einen DNS-Forwarding-Resolver. Ich sage, es ist nicht unbedingt nötig, weil man kann natürlich auch einfach einen Public DNS einstellen und den dann direkt benutzen auf allen Clients. Aber es ist gut, wenn man einen hat, weil der dann eben auch die Hostnames im lokalen Netz resolven kann. Deswegen ist da so ein Pfeil vom DHCP4D auf den DNSD, der erlaubt nämlich, dass ich zum Beispiel Ping Fritzbox oder so sagen könnte, wenn ich eine Fritzbox anschließen will. So, wie sieht jetzt so eine Datei aus? Ich habe hier mal die DHCP4-State-Datei abgedruckt. Ihr seht, das ist JSON und human-readable. Man sieht, im Wesentlichen stehen da nur diese magischen Nummern hier drin, also die IP-Adresse, die ich von meinem Provider bekommen habe, die Subnetzmaske, Gateway, DNS-Server, die mein Provider mir zur Verfügung stellt und wann dieses Lease abläuft. So, die Idee ist also bei der Interprozesskommunikation zwischen allen Komponenten in dem Architekturdiagramm, dass der State grundsätzlich in solchen JSON-Dateien gehalten wird, weil die kann man dann anschauen und man kann sie auch ändern. Wenn ich also zum Beispiel sage, oh, der DNS-Server von meinem Provider ist gerade kaputt, dann mache ich einfach einen Texteditor auf, gehe in die Datei und sage, hier anderen Server, und dann sage ich dem netconfig.d, hier nimm mal die neue Datei. Genauso kann ich zum Beispiel statische DHCP-Leases einrichten, indem ich in die DHCP-Datei gehe und bei der Expiration-Time von dem Lease einfach die Expiration-Time rauslösche und dann läuft es nicht mehr ab. So wird also dieser State manipulierbar und einsehbar gehalten. Das ist natürlich zum Debugging super. Die Dienste werden über das Unix-Signal SIGUSER1 über Änderungen informiert. Man kann das natürlich auch manuell auslösen über so einen Kill-User1 auf die PID, die man aktualisieren möchte. So, wie sieht jetzt letztendlich die Hardware aus? Ich habe hier diese schicke Box von PC Engines. Das ist eine Firma, die in der Schweiz ansässig ist. Und deswegen, wenn man da also an einem Tag bestellt, kriegt man am nächsten Tag die Hardware, das ist super. Das ist ein 1 GHz Quad-Core AMD 64 Prozessor, das heißt auch kein Cross-Compiling mehr nötig oder so, sondern ganz normale PC-Architektur. Der hat 4 GB RAM, 16 GB SSD, 3 Ethernet-Ports, was für einen Router natürlich super ist. Also alles extrem schön, der hat auch so einen Hardware-seriellen Port, wie ihr da auf der linken oberen Seite erkennen könnt. Fun Fact, hier oben, dieser Chip ist beschriftet mit Coreboot SPI. Den hatte ich am Anfang nicht, habe mir den dann aber irgendwann bestellt, weil ich an dem Coreboot basteln wollte. Also diese Hardware fährt mit freiem Coreboot hoch, braucht man also kein proprietäres BIOS oder so. Und man kann das auch neu kompilieren und selber ändern. Und wenn man sich das brickt, dann liefern die einem offiziell so einen Chip aus, mit dem man das wieder restoren kann. Das heißt, jeden Teil dieser Hardware kann man anfassen. Die Schaltpläne sind offen, es ist Open Hardware, alles super. Die Kiste kommt standardmäßig mit Pixieboot, das heißt, übers Netz kann man sie starten. Das benutze ich für die Installation und für die Recovery. Also der Recovery-Prozess ist der gleiche wie der Installationsprozess oder umgedreht, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Das heißt, ein typischer Fallstrick von vielen anderen Projekten, dass nämlich der Recovery-Prozess speziell ist und deswegen immer dann nicht funktioniert, wenn man ihn braucht, wird hier komplett vermieden, weil es gibt nur den einen Prozess. Und die eine Komponente, die ich jetzt noch nicht erklärt habe, hier ist der sogenannte Rebootor. Das ist tatsächlich der Fachbegriff. Das kommt aus der Teensy-Community, das ist so ein kleiner Mikrocontroller und der ist einfach angeschlossen, geht hier ins Gehäuse rein, an die Stiftleiste für den Reset-Knopf. Das heißt, damit kann ich programmatisch über USB von meiner Workstation aus den Router resetten. Das benutze ich auch tatsächlich, komme ich gleich noch drauf. Jetzt erstmal, das war die Hardware, die Architektur habt ihr gesehen, die Motivation habt ihr gesehen. Aber jetzt kann man ja auch damit rumspielen, oder? Jetzt hat man einen Router, der funktioniert. Was kann man jetzt hier Besonderes machen? Es gibt ein paar spaßige Sachen. Zum Beispiel habe ich mir als Ziel gesetzt, Connectivity absolut zu maximieren, sei es was wolle. Das heißt, ich halte alle DHCP-Leases, die ich bekomme, einfach für immer. Das heißt, wenn die ablaufen, das ist mir egal. Das verletzt erstmal das RFC, ja? Das ist eine Standardverletzung. Man darf eine Adresse nicht mehr weiterverwenden, nachdem sie abgelaufen ist. Aber in diesem konkreten Fall wird die Adresse ja zwischen mir und meinem ISP benutzt. Und wenn mein ISP nicht mehr möchte, dass diese Adresse funktioniert, dann ist es die Aufgabe des ISPs, dafür zu sorgen. Und tatsächlich ist das auch so eingestellt. Also Fiber 7 benutzt Port Security auf ihren Switches. Das heißt, nur ein Client kriegt jeweils IP-Pakete geroutet. Das heißt, ich kann die Adresse so lange benutzen, wie ich möchte. Und wenn ich sie irgendwann nicht mehr benutzen kann, dann passiert das schon automatisch. Also ich muss mich darum nicht kümmern. Und der Vorteil ist, wenn der DHCP-Server bei denen down ist, ist mir das egal, weil ich habe ja meinen Lease schon. Und wenn der dann irgendwann wiederkommt, kriege ich davon gar nichts mehr mit. Das heißt, der einzige Fall, in dem ich jemals Probleme mit meiner Internetleitung hatte, wird jetzt hiermit einfach transparent überdeckt. Außerdem, die ganzen Tests, die ich für meine Software geschrieben habe, nutzen Fiber 7 Packet Captures als Testdaten. Das heißt, der Fall, dass ich eine Softwareänderung mache und dann meine Internet-Connectivity nicht mehr geht, wie das eben passiert ist als Motivation für das Projekt, kann jetzt gar nicht mehr eintreten. Es sei denn, ich mache irgendwas grob falsch.
Außerdem habe ich mir überlegt, was passiert, wenn man üblicherweise keine Internet-Connectivity mehr hat. Naja, man hat diese Liste an Schritten, die man so durchgeht. Man schaut, ist das Interface da, hat man einen Link, hat man eine IP-Adresse zugewiesen bekommen, Link-Local-Adresse, kann man denn das Gateway pingen und so weiter. All diese Schritte habe ich jetzt automatisiert in den Diagnostics-Daemon. Und der Diagnostics-Daemon kann das nicht nur aufzeigen und dann, wenn irgendeiner dieser Schritte fehlen würde, dann wäre hier an der linken Seite statt diesem Haken halt so ein X. Und dann wüsste man, aha, an dieser Stelle muss ich jetzt ansetzen oder darüber muss ich mich beschweren bei meinem Provider. Aber der DirectD kann auch diesen State maschinell zur Verfügung stellen. Das heißt, der DirectD ist autoritativ dafür, habe ich Internetverbindung, ja oder nein. Und deswegen, beziehungsweise in Kombination mit dem Rebootor, kann ich jetzt schnelle und robuste Updates umsetzen. Robust sind sie dadurch, dass der Updater zuerst mal checkt, habe ich eine Verbindung? Wenn ja, wird die neue Software aufgespielt. Wenn ich danach auch wieder eine Verbindung bekomme, alles super, Update hat geklappt. Und wenn nein, dann kann er automatisch einen Rollback durchführen, um auf die letzte Version wieder zurückzukommen. Und das funktioniert selbst, wenn die neue Version den Router bricken würde, weil er eben über einen Hardware-Reboot arbeitet und dann Pixie-Boot macht und dann den Recovery-Prozess durchführt. Bei diesem Update-Vorgang, also das war der Robust-Teil, der Schnellteil ist, dass der DHCP-4-Client das letzte DHCP-ACK-Paket, was er bekommen hat, persistiert, sodass er quasi, selbst wenn man den Prozess killt oder eben den Router komplett aktualisiert, dort weitermachen kann, wo er vorher aufgehört hat. Das machen andere DHCP-Clients nicht, das heißt, wenn man einen normalen DHCP-Client neu startet, dann verliert man die IP-Adresse, das ist hier nicht so, die Adresse wird einfach beibehalten. Von Seiten des Providers sieht es so aus, als hätte ich kurz den Stecker gezogen und wieder reingesteckt, weil das Interface kurz down und wieder abgegangen ist, aber der weiß nicht, dass ich gerade rebootet habe, sozusagen. Außerdem verwende ich KEXEC, was eine Technologie ist, mit der ich den kompletten BIOS-Boot überspringen kann und einfach einen Linux-Kernel direkt vom anderen boote. Das bedeutet in Summe, dass ein Update letztendlich 13 Sekunden Verbindungsverlust sind Ende zu Ende. Das heißt, wenn ich auf meinem Computer einen Ping laufen lasse und ich sage, jetzt mache ich ein Update, kriege ich 13 Sekunden lang keinen Ping mehr und dann ist wieder alles da. Und das ist natürlich extrem schnell und extrem gut. Die letzten 5 Versionen, kann man aber auch einstellen, wenn man das anders haben möchte, werden automatisch gespeichert, sodass, wenn ich ein Update machen sollte und der Updater sagt, ja, du hast wieder eine Verbindung, alles ist gut, das Update hat geklappt und ich später feststellen sollte, ah, das war gar nicht richtig, sondern ein subtiler Bug hat sich jetzt eingeschlichen, ich möchte auf die Version von gestern oder von einer Woche zurück, kann ich das auch ganz einfach machen, auch wieder über diesen Recovery-Prozess. Ein passendes Skript wird automatisch generiert beim Updaten. Außerdem, ein cooles Feature noch in Bezug auf Debugging ist, dass alle konfigurations-related Pakete, also Sachen wie DHCP-Verkehr, Router-Advertisements, lauter so Zeug, wird alles automatisch gecaptured und in einem Ringpuffer gespeichert. Und ich kann mich mit Wireshark auf den Router verbinden und krieg dann quasi live gestreamt in Wireshark zum einen alle Pakete von den letzten Stunden oder Tagen oder wie lange auch immer der Router läuft und alles, was jetzt dann passiert. Das heißt, ihr kennt das vielleicht, mit Wireshark kann man sich so den Netzwerkverkehr anzeigen lassen. Wireshark kann das auch über SSH und bei meinem Router geht das eben auch über SSH und quasi retroaktiv. Also das, was in der Vergangenheit passiert ist, wird vorgehalten und dann gestreamt. Was extrem cool ist, weil dann kann man halt sagen so, ah, ich habe hier dieses, keine Ahnung, Windows-Phone und es kriegt kein DHCP-Lease in meinem WLAN oder so. Und dann kann man sagen, okay, dann schaue ich jetzt mal, was da die letzten 5 Minuten passiert ist und mache meinen Wireshark auf und kriege alle Pakete. Das ist super nützlich. Vor allem kann man sich die Pakete dann auch direkt dumpen, also speichern und dann einen Testcase dafür schreiben. Also super. Okay, letztes Feature, Metriken. Das haben andere Router auch zu einem gewissen Grad, aber jetzt, wo ich eben meinen Router selber gebastelt habe, kann ich dem auch einfach Prometheus-Metriken geben und das dann monitoren und irgendwie Alerts dafür haben. Zum Beispiel, wenn das Update über lange Zeit nicht klappt, kriege ich halt eine E-Mail und dann sagt er mir, hey, dein Update-Mechanismus ist kaputt oder so. Und so sieht das typischerweise aus. Es ist ganz spannend, man kann hier sehen, da haben wir Netflix geschaut. Das ist so ein bisschen unter 3 Megabyte die Sekunde Stream, Full HD Netflix. Und dann haben wir aufgehört, Netflix zu schauen und dann haben wir uns ans Computer gesetzt. Und dann sieht man hier, wie der Traffic hochgeht. Also sehr schön, wie man das hier sehen kann. Okay, das war's auch schon. Ich könnte stundenlang davon erzählen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Die Moral von der Geschichte ist, es gibt viele gute Go-Pakete für diesen ganzen Netzwerkrahmen, DHCP-Client-Server und so weiter, die man leicht so zusammenstecken kann, wie ich das hier gemacht habe. Das Projekt betrachtet sich selbst sozusagen als Tech-Demo, so im Sinne von, ich habe das für mich gebaut und es funktioniert für mich und hier schaut mal, das kann man so machen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch verwenden, aber es soll jetzt nicht irgendwie ein neues OpenWRT werden. Mehr Infos findet ihr auf github.com/router7/router7. Der Orgname war leider schon weg. Habt ihr irgendwelche Fragen? Wenn die Pakete vorgehalten werden, weil man jetzt irgendwie Terabyte Zeug runterlegt.
Genau, es sind einfach 50 Megabyte. Und der Clou ist, dass nur Config-related Pakete vorgehalten werden, nicht alle. Sonst, klar, hast du natürlich recht, das wäre ja Unsinn. Ja. Andere Fragen? Ja. DHCP4 kann man den auf einem normalen Computer auch benutzen und wie kann man dem zum Beispiel sagen, in welcher Reihenfolge er die DLS aufklappen soll, weil teilweise habe ich zumindest das Problem, dass manche IP-Adressen nur über gewisse DHCP-Server aufgelöst werden und da habe ich gerade zwei, die sich gegenseitig passen. Okay. Ja, theoretisch kannst du den auch auf einem normalen Computer verwenden. Allerdings sind gegebenenfalls manche Sachen hardcoded, sowas wie auf welchem Interface er erwartet, dass er die Adresse holen soll. Das ist hardcoded auf Uplink 0. Man könnte das aber ändern, klar, kannst du einfach schnell selbst im Source Code ändern oder einen Flag einführen oder so. Zu den DNS-Servern, er ermittelt die erstmal nur und dann brauchst du halt die andere Komponente, die das dann tatsächlich anwendet. Das wäre in diesem Fall der netconfig.d. Und der wiederum generiert halt dann eigentlich einfach nur eine resolve.conf und Linux verwendet, also die libc, die das resolved, die hat dann die Reihenfolge, in welcher das passieren muss. Klingt aber so, als müsstest du vielleicht einfach überschreiben, welche DNS-Server wie verwendet werden sollen oder irgendwie einen lokalen DNS-Server fahren, der dann weiß, für diese Queries muss ich diesen Server befragen oder sowas. Aber das können wir vielleicht nachher nochmal besprechen. Noch andere Fragen? Ja. Mehr eine Anmerkung als eine Frage. Ja. Zu der Hardware, ein Aspekt, den du nicht erwähnt hast, den ich gerade leider noch nicht gut finde, ist dieser APU, oder das mit diesem PC Engine Port, diese 3 Gigabit Ports hängen jeweils an einer einzelnen PCI Express Lane direkt an der CPU, also da ist nichts im Weg, das ist wirklich schön dafür. Ja. Das stimmt. Und ja, ich habe natürlich auch gemessen, ob man den vollen Durchsatz bekommt und ja, man kriegt den Gigabit voll ausgelastet, ohne dass die CPU nennenswert irgendwelche Last zeigt. Also irgendwie 5% oder so. Ja. Ja, also das ist wirklich extrem schöne Hardware. Ich kann das auch sehr empfehlen für andere Anwendungsfälle. Also wenn ihr irgendwie was anderes basteln wollt, embedded, dann... Also embedded. 1 Gigahertz Quad-Core, ja. Aber... Das Ding hat sogar Hardware-Autorisierung. Ja. Ja, also da kann man wirklich nichts missen. Da ist alles dabei, das stimmt. Okay, ja, sonst könnt ihr auch gerne einfach noch nachher fragen. Ich kann gerne noch weiter darüber erzählen. Vielen Dank.